sagen muss, Leute, ja, was passiert heute nicht? Also, ich habe jetzt meinen Schlepper mal wieder gründlich gewaschen. Der war da durch staubig vom Ecken und vom Abziehen von Wiesen. Ja, schau mir wieder schön aus. Solange noch so schön lackiert ist, kann man das ja mal machen. Dann schaut er auch optisch gut aus. Muss auch nicht zu besitzt sein. Ja, ich war gerade eben auf der Zulassungsstelle. In Kulmbach drin. Ich habe gestern mal Gutachten vom TÜV gekriegt für meinen Steif S3 Zweiachsanhänger. Und ich war jetzt gerade drinnen auf der Zulassungsstelle und habe mir quasi meine allgemeine Betriebserlaubnis erstellen lassen. Und das gute Stück wäre hier. Ich habe die genauso wie den Brief bzw. den Schein von meinem Kramer oder in meinem Geldbeutel drin. Ja, weiß nicht, ob es die Kamera scharf stellt. Gutachten. Das ist eine Einzelgenehmigung für den Steib S3. Ja, eingetragen sind jetzt hier zum Beispiel meine größeren Reifen. Ursprünglich hatte der 650-16. Ich habe drauf 57016. Es ist mit eingetragen, dass er 20 km/h Schild hinten drauf ist. Weil mehr mache ich nicht. Es steht drin, dass quasi als Rungenwagen verwendet werden kann. Und das Beste ist, als Rungenwagen, wenn man ihn verwendet, darf man ihn ausziehen bis auf 18,72 Meter. Also ich kann den Hänger zwar nie bis 18,72 Meter ausziehen, weil länger wie die 6 Meter, die ich jetzt habe, wird er nicht. Aber macht ja nichts. Ja, eingetragen natürlich dann die zulässige Gesamtmasse von 3,6 Tonnen. Mehr geht halt nicht, das steht halt nur mal auf dem Typenschild drauf. Gut, an dem Bulldog da, der macht es dann eh nichts. Da ist meistens mit 3,6 Tonnen dann eher wegen heikel, wenn es bergunter geht. Ich meine, die Bremse funktioniert, aber das Ding schiebt halt trotzdem. Am IHC sehe ich ja die Sache anders aus, aber gut, irrelevant. Ja, Achslast vorne, Achslast hinten, jeweils 1,8 Tonnen. Ja, und mit diesem Gutachten hier bin ich jetzt offiziell berechtigt und darf mit dem Anhänger auf der Straße fahren. Wenn ich jetzt einmal angehalten werde, dann kann ich ein Gutachten vorlegen. Die allgemeine Betriebserlaubnis, dass der Hänger überhaupt zugelassen ist. Und ich meine, das ist ja auch Sinn und Zweck, weil ich will hier jetzt nicht in einer rechtlichen Grauzone rumfahren. Weil ich habe jetzt schon öfters gehört, dass hier bei uns Landwirte rausgezogen worden sind, wegen mangelnder Ladungssicherung zum Beispiel. Und ja, dann ist das erklärt worden, dass sie zum Beispiel bloß über die Straße rüber wollten, dann war das soweit geklärt. Dann ist aber drauf gekommen, der Anhänger hat ja gar keine ABE, weil alles, was nach 1962 gebaut worden ist, braucht ja eine allgemeine Betriebserlaubnis. Und dann kriegen sie einen halt da am Arsch, ne? Also wenn sie wollen, die können. Und deswegen habe ich gesagt, dann wird eine erstellt. Für einen Kipper brauchen wir sie auch noch. Allerdings hat der Fahrer gesagt, der muss erst einmal auf die Polizei, weil die wollen nämlich dafür noch zusätzlich ein polizeiliches Gutachten, dass dieser Anhänger nicht gestohlen ist. Ja gut, das hat es jetzt bei mir nicht gebraucht, aber so ist es halt nun mal. Und das will er ja direkt über Krone anfordern. Ich konnte ja von Steib nichts mehr anfordern, weil die Firma Steib gibt es ja so nicht mehr. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt war der Anhänger mal rausgezogen, stellen wir ihn raus. Heute Abend um 3:30 soll ich dann in Unterzettlitz drüben sein und soll mein Heu holen. Ich muss auch heute ein bisschen einen Umweg fahren, weil die eigentliche Straße, die ich normal immer nehme, die ist wegen Baustelle geschlossen. Da wird ja die Umgehung gebaut und dann muss ich halt außen rum. Ja, 740 Kilo. Ist gar nicht so schwer.
So, das war's jetzt. Der Anhänger ist aufgeräumt. Stelle ich noch den Kram in die Garage. Und dann war's das für heute. Und das war's dann mit dem Heu holen. Heu ist aufgeräumt, Anhänger ist soweit aufgeräumt. Und dann sage ich Servus bis zum nächsten Mal.